Kochvorschläge, Wetterprognosen, Flugreisen und Co. Chatbots haben das Potenzial, mobile Kommunikation nachhaltig zu verändern. Zum Thema die Chatbots kommen, auf dem Weg zum Conversational Commerce, diskutierten Experten bei den Digital Business Trends am 29. September in Wien auf Einladung von APA, der Austria Presseagentur und Styria Digital One. Chatbots an sich gibt es ja schon wirklich lang, also zumindest seit den 90ern. Das heißt, da gibt es schon einfache Systeme, die versucht haben, Intelligenz zu simulieren. Mittlerweile hat sich viel geändert. Wir haben mehr Informationen verfügbar, mehr Rechenleistung. Das heißt, die Systeme sind intelligenter, aber vor allem sind es die Kanäle, die spannend sind. Und diese Kanäle, allen voran eben mobile Messenger wie Facebooks Messenger, Kick, Telegram, Line und so weiter. Diese mobilen Messenger, die sind überall verfügbar, dort, wo wir sind. Chatbots offer to e-commerce and generally general public lower time to market and lower cost of developing the channels of communication. And what's mostly important is chatbots help you to connect with the client directly. Chatbots stehen erst am Anfang. Trotzdem können sie jetzt schon lesen, schreiben, Sprachen erkennen und Zusammenhänge verstehen. Das Versprechen, sie revolutionieren die mobile Kommunikation. Ja, Bots werden die Zufriedenheit unserer Kunden steigern, weil sehr einfache Anfragen rasch von Bots beantwortet werden können. Und somit haben unsere Service-Mitarbeiter mehr Zeit, sich den komplexen Anfragen unserer Kunden zu widmen. Die Chancen von der Entwicklung von Chatbots sehe ich vor allem darin, dass sie Apps langfristig gesehen ablösen werden und einfach die Interaktion von Menschen mit diversen Geräten stark verändern und vereinfachen werden. Die Erwartungen an Chatbots sind hoch, die bisherigen Ergebnisse jedoch durchwachsen. Die Spezialisten spielen auf Zeit und sind sich aufgrund von ständiger Weiterentwicklungen der dahinterliegenden Algorithmen sicher. Bots werden besser, keine Frage. Ich habe es sehr spannend gefunden, heute mal einen Überblick zu bekommen, wo die Technologie steckt, was Chatbots eigentlich sind. Ich glaube, dass das in Zukunft sehr gut genutzt wird, dass das ein gutes Service sein wird, aber dass viele von jenen, die Messaging-Dienste benutzen, die diese Services dann bekommen, gar nicht wissen werden, was an Technologie da eigentlich dahinter steckt. Das Allerbeste an dem ist, dass halt das Handy sehr oft erwähnt wurde, das habe ich auch ständig dabei und das ist halt eben für mich auch eine Vereinfachung als Kunde, dass ich dann eben im Unternehmen auch in der Küche oder im Wohnzimmer interagieren kann und nicht unbedingt eben anrufen muss. Am besten gefallen hat mir heute die Vielfalt der Sprecher, also dass man wirklich gemerkt hat, die kommen aus verschiedenen Branchen, haben verschiedene Ansichten und konnten deswegen auch gut miteinander diskutieren. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann nicht mehr an Betriebssysteme denken, sondern an Chatbots. Und dass es für jede App, die wir jetzt im App Store haben, einen Chatbot geben wird. Ich glaube, Chatbots werden allgegenwärtig sein. Wir werden es selber nicht bemerken, aber die Intelligenz, die dahinter steckt, wird in Apps, in Unterhaltungen, in E-Mails, auf der Website überall vorhanden sein und wird einfach unser Leben erleichtern.